Moin Moin und herzlich willkommen zu Folge 4 des Let's Learn Ancestral Warchief Champion zum Lab Farm. Wir kriechen uns hier langsam aber sicher durch die letzten Akte. Das Einzige, was aktuell stimmt an dem Bild, ist die Defensive im Sinne von, ich kann einfach hinten stehen und zugucken, wie meine Totems die Gegner kaputt hauen. Alles andere stimmt aktuell noch nicht. Zu wenig Schaden. Zu wenig Life. Zu wenig Resis. Spirits are spent. Den Zonenboss habe ich ja noch nie gesehen.
Problem ist, kriege ich halt kein Live drauf, ne? Ich meine, es ist wichtiger, Resis zu cappen. Aber dann passen meine Links hier wieder nicht mit Immortal Call und so. Das heißt, ich packe mir den erstmal zur Seite. So, als nächstes kriegen wir erstmal wieder Damage Notes. Ich hätte auch nichts gegen eine neue Waffe.
can't do this just yet. Hello to you, great dream. Die nächsten Notes, die wir uns holen werden, sind die hier. Ironwood. Totem Life, Placement Speed, Totem Damage, Attack Speed, oder? Ja, und Damage, Auras. What the fuck, Mann? Was war das denn? Warum fliegen die denn so weit aus der Richtung raus und dann auf einmal und dann auf 10 auf einmal? Oh Mann. Ich glaube, ich kann das abhaken mit guten Items. Da wird nichts. Ich finde nur Einhandwaffen.
Spät. I can't do this just yet. Also Abyssal Axe ist aktuell das nächste, also die nächste gute Axt, die ich anlegen kann für Level 55. So, das kann was werden. Ohne Schaden. Aber ich glaube, die Totems sollten den... sollten die Aggro ja ziehen.
can't do this just yet. Noble Axe würde auch gehen, aber da habe ich zu wenig Decks für. Oder ich finde einfach einen Hammer. My spirit is spent. Ah, shit. Ich muss ja noch Fireflies einsammeln. No. Practice makes perfect. Damage geht so langsam nach oben. Das Problem ist aber, wir haben jetzt eigentlich alle Nodes ausgefüllt. Jetzt müssen wir erstmal wieder, obwohl so weit müssen wir gar nicht reisen. Wir müssen als nächstes jetzt hier rüber, also 1, 2 Punkte, und dann holen wir uns hier die Totem Nodes. Gelbe Abyssal Axe. Vielleicht
Vielleicht haben wir ja tatsächlich mal Glück. Oder Glück kann man das ja schon gar nicht mehr nennen. Nicht Pech. Damage geht etwas nach oben. Aber eher der Single-Target-Damage und nicht der Clear-Speed. Clear-Speed ist immer noch ziemlich mau. Gucken uns die Axt an. 152 PDPS. Naja. Dann können wir uns besser eine craften. Die hat mehr Damage. Oh, ein Fünfling. Leider auf einer veralteten Waffenbasis. Aber ja, trotzdem besser als das, was wir jetzt haben. Gehe eben kurz zum Waypoint und dann gucken wir uns, na wobei, wir können auch eben so in die Stadt. Also die Basis ist trotzdem besser als das, was wir jetzt haben. Also ich werde das Ding definitiv craften. So, wir brauchen noch einen. Keep your life to your own. Oh. Yes, I thank you. Though I loved him, I know Groost was lost to me the very moment. Keep your life to your own. Und da kann ich noch live drauf craften. Der hat 34 Resi. Oh, ist halt zu wenig eigentlich, ne? Aber ist besser als, sind besser als die hier. So, ich brauche aber einen Rustic Sash. Gimme, gimme. Hallo, Exile. Harte ist ein Fünfling, ne? Da können wir im Grunde auch. Das ist halt risky. Nee, ich gehe lieber auf Nummer sicher. Er hat jetzt
Auch nicht viel mehr DPS. Wir müssen hier eben ein bisschen was ummodeln. Und zwar braucht der einen blauen. Ein Blau, vier Rot. Nicht zwei Blau. Hallo. Können wir Grün gebrauchen? Nee. Ein Blauen. Wieso ist das so schwer? Neuen Chaos. Grim Talents. In welchem Stash-Tab soll das Ding denn liegen? What? Ach, dir. So, einfach nur mal aus Scherz. Vorici. Calculator. Wir haben 145 Stärke, 5 Socke. Wir wollen 4 Rot, 1 Blau. Im Schnitt 4 Chromatics. Ich sage ja, offiziell unlucky. Wir können einfach Mame dranhauen. Als vierten Socke. Ruthless wäre wahrscheinlich wär natürlich mehr Schaden, aber scheiß drauf. Kein Bock mehr, das Ding jetzt zu holen. So, und die packen wir dann hier hin. Und dann machen wir weiter. Das Ding macht jetzt mit Auren. Ja. Fast 10k DPS. Ja, Incursion mache ich ganz sicher nicht. My spirit is spent. Komm ich nicht rüber? Wollt ihr mich verarschen? I can't do this just yet.
Oh, ich würde so viel lieber eine 5-Link-Brust haben. My spirit is spent. Das mit dem Mana-Kost ist natürlich nur anfangs ein Problem. Später im Lab stellt man die Totems ja nicht so oft neu. Man könnte sich natürlich auch jetzt diese zwei 30er Nodes holen, weil man hat ja Dex-Probleme und man hat auch Int-Probleme. Dann könnte man halt seine Gems weiter leveln. Das wäre halt auch im Endeffekt mehr Schaden.
Arakali wird extrem entspannt. Also, ich weiß ja nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, wenn ich Arakali mache. Wenn man ein Totem hat, die spuckt halt auf das Totem. Und man kriegt überhaupt keinen Schaden mehr. Ich bin mal gespannt, wie viel langsamer als meine normalen Durchläufe dieses Let's Learn ist. Also es fühlt sich einfach mega langsam an. Was? Der ist noch nicht in Phase. What? Keine Lust mehr? DPS. Nicht genug. Ach, der war mal was wert. Rest in peace. Remember, humanity needs us. Als Double Dipping noch im Spiel war.
Life und mehr Resi als mein Teil. Und vor allem Fire Resi. Zack, zack. Ein kleines Upgrade. Good luck. Oh, ich kann die Schuhe anlegen. So, mir fehlt jetzt ein bisschen Cold und ein bisschen Lightning Res. Feuer ist eigentlich das Wichtigste hier, außer ich gehe in den Lunaris-Tempel und in den Yugul-Bereich. Aber sonst ist eigentlich Feuer das Hauptding. So, Kong-Effekt. Genau, kann auch erstmal hier rein. Und dann müsste halt hier unser Custom Damage Taken hin. Wobei nicht unbedingt. Können wir auch so machen. How you doing? Don't do anything I would. So. Be careful. Damage Notes. Der Degen-Schaden von diesen Zombies ist super nervig. Fistu Attacks, Stärke und Int. Ja.
can't do this just yet. My spirit is spent. Ich brauche eigentlich noch ein bisschen HP für für Solaris, Lunaris. Ich habe noch zu wenig. Aber wir können ja mal kurz überschlagen. Also wir kriegen noch circa 3 Level. Oder wenn wir Lab machen, vielleicht sogar 4 Level. Ja, allein durchs, durchs Aufleveln. Also Skillpunkte durchs Aufleveln. Also 58, denke ich, werden wir erreichen. Vielleicht sogar 59. Und wir kriegen jetzt noch Clarissa Quest, wir kriegen Legionnaires, also 2 Jugul, 3 Skillpunkte kriegen wir noch durch Quests. Das heißt, 7 Skillpunkte kriegen wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Da müssen wir definitiv 59 erreichen, bevor wir zum Endboss gehen. Holy shit. Spirit is spent.
die Items sind so schlecht. Hab mal wieder keinen Grund gehabt, warum ich mich ausgeloggt habe. Oh Mann. So langsam bin eigentlich schon zu müde, um Hardcore zu spielen. Die Entscheidungen sind ja, interessant. Unergründlich. So, dicke Totem-Note. Jetzt müssen wir da leider wieder hinlaufen. Gerade noch mal gucken. Ich mache 20% mehr Schaden und ich kann diese eine Note hier wieder rausnehmen. Und im Grunde könnte ich jetzt auch schon ins Crew Lab. Aber ich spiele noch bis... ja, bis wo spiele ich? Bis Yugul? Und dann mache ich das Crew Lab bevor Yugul. Wobei Yugul ist eigentlich ziemlich easy mit Totems.
Wo ist denn... Ah, da. Okay. Das war ganz schön viel Schaden. Warte mal, war das zu weit? Nee. Die rather well.
spirit is spent. Der ist nicht so schlecht. ...48 Resi. Natürlich leider Feuer-Resi wieder mega viel und davon habe ich aktuell eh schon zu viel. Aber den packe ich mir mal zur Seite. Can't do this just yet. Sechs, 57 sind wir jetzt. My spirit is spent. So, gleich wird's haarig. Also ich renne nur eben fix zu dem Waypoint. Und dann werde ich Crew Lab machen.
I can't do this just yet. Lass ich mal eine von diesen Divine Lifelasts mitnehmen, die will ich mir ja nachher eh craften. Dafür muss die ja weiß sein. Hier muss ich aufpassen, dass ich nicht gefreezed werde. Okay, Brücke überlebt. Fix Waypoint holen. Why are you still standing there? Er hat auch nur 153 DPS. Mann, oh Mann. So, Cold und Lightning ist ganz wichtig. Oh, der hat viele Resi. Und der hat sogar noch Platz für Life. Für ein Lifecraft offen. Oh. Jo, das ist ein Upgrade. Komm mal weg. Das machen wir mal eben fertig. Da werde ich auch einen großen Live drauf machen wahrscheinlich, oder? 80 Aures hat der mit Attribut. Flat Fist, ja, das Ding ist auf jeden Fall was wert. Da werde ich einen großen Livecraft drauf machen. Also den größten, den ich kann. Jetzt mal gucken. Total Res, Total Life und Flat Fist. Okay, die sind ein paar Chaos wert. Aber wenn ich das dann auch noch mit Dex koppel. Und Dex brauchen viele Builds. Dann sind wir schon ein bisschen weiter. Das ist auch wieder ein Fire-Res-Ring, ne? Fällt mir gerade auf. Und da, meine Ringe sind Cold Lightning. Oh, shit. Das heißt, ich kann den noch gar nicht anlegen. Hallo? Ich muss erst irgendwas anderes finden. Naja, machen wir erstmal Cruel Lab. POELab.com. Ah, Dual Swords. Oh Mann, das war im Normal Lab doch schon. So, hier ist oben rechts Dark Shrine und Relic. Okay, das ist schon mal gut.
Das Relic holen wir uns auch noch. So, Essences, die müssen wir definitiv kaputt machen. Die dürfen die Saru nicht erreichen. Okay, eine ist down. Wegen Relic halt. So, das Ziel ist es jetzt, Isaru hier oben zu halten. Okay, und jetzt nach hier. Komm, 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 komm. Alles klar. Und jetzt nur noch umkloppen. Hier müssen wir wieder nach oben rechts und wir haben einen Dark Shrine. Oh shit. Spirit is spent. I can't do this just yet. Was haben wir jetzt? Divine Font brauche ich aktuell nicht. Ich bin nicht dabei, Legion Chance zu farmen oder so. Oh, Realm Restarting. So, hier einfach nur nach oben rechts, obwohl wir haben einen Relic, aber das ist nur Lieutenants. Also wenn es hier ist, dann ist gut, wenn nicht, dann ist auch egal. Ah, das ist dieses Relic. Da habe ich keinen Bock, das zu holen. Zu nervig.
Das Ding ist, das Gefährliche an den Lieutenants ist halt die Reflect-Aura von dem Typen mit dem Schild. Aber die interessiert uns ja nicht, weil wir Totems haben. Wir machen ja selber keinen Schaden. Also der da ist die Reflect-Aura. So, hier wieder nach oben rechts und wir haben einen Dark Shrine. In dieser Zone gucke ich immer ganz gern kurz links, ob hier der Dark Shrine ist. Weil meistens ist er hier. Ja, diesmal auch. Ein Crit Shrine. Wow. My spirit is spent. Ah, wie ist denn das jetzt? Ich habe jetzt einen Crit Shrine und ich brauche die Note hier nach dem Lab eh nicht mehr. Dann nehme ich lieber die 100% Crit und verfehle halt vielleicht ein paar Mal, aber das ist egal. Die 100% Crit sind mehr Schaden. So, hier müssen wir nach oben in die Mitte. Sind auch 100% Crit, oder? Ja. Gut. Und gucken wir mal, wie viel Damage 100% Crit-Totems den... Gut, ich habe kein Crit-Multi, ne? Also, es ist nur anderthalbfacher Schaden, wenn mich nicht alles täuscht. Dicke Life-Note. Gut. Ah, Treasure Keys, nice. Void being stunned, das brauchen wir nicht. Ist nicht so gut. Egal. Wir sind nicht wegen dem Enchant hier. Jugul kriegen wir vorher noch tot, denke ich.
Oder lass mal erstmal Lunaras Tempel machen. Hier müssen wir aufpassen. Wegen dem Freeze. Wir haben halt nicht Cold Cap. Can't do this just yet. Spirit is spent. Ich habe letztens noch irgendwas im Face Run Wiki gesehen.
dass Face Run nicht mehr mit Totems funktioniert oder so. Muss ich gleich mal nachgucken, wenn ich hier den Lunaris-Tempel fertig habe. Weil Face Run ist halt mit Totems ziemlich geil. Vor allem auch im Lab, weil man kommt halt so schnell durch die Traps durch, auch in den Anti-Movement-Skill-Traps. Ghosted, natürlich. I believe in traveling light. Schaffen wir Jugul noch? 10 Minuten sollten wir wohl noch Zeit haben. Und in der Zeit sollten wir das wohl schaffen. Wenn wir uns richtig beeilen, schaffen wir sogar Solaris und Lunaris noch.
Alter Schwede. So, jetzt haben wir noch mindestens 5 Minuten Zeit, um Solaris und Lunaris zu machen. Das sollten wir eigentlich schaffen. Level up kriege ich eh nicht mehr, das heißt Monster killen bringt mir nicht viel. Einfach schnell hier rein und das Ding starten. Hat die da echt noch so einen Rasterschuss gemacht, ne? Meine Güte. Raster. Sehr gut. Der Waypoint sollte eigentlich freigeschaltet sein. Aber wir checken das trotzdem noch eben. Ja. Und der taugt auch nichts. Gut, dann spare ich mir das Gemetzel durch die Aqueducts. Realm restartet ja eh gleich. Wir sind dann am Ende ja doch noch erstaunlich gut durchgekommen. Solaris, Lunaris haben gut DPS kassiert. Crew Lab war ziemlich easy. Und da hat man schon gesehen, wo der Build halt hingehen wird, ne? Also Lab-Farm ist super chillig. Wir müssen nicht viele Monster töten. Es kommt nur darauf an, dass wir Isaro töten. Und das war's. Und dass wir nicht in den Fallen sterben. Ich farm jetzt noch ein Weilchen, wenn die Realms wieder da sind. Und dann widmen wir uns in der nächsten Folge Akt 9 und 10. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.